während die Männer verloren. Wir haben eine Menge elektrischer Anlagen an Bord. Das ist gar nicht so einfach, den Brandherd auf Anhieb zu lokalisieren. Diesmal aber haben wir ihn schnell gefunden. Als die Alarmsirene losging, da habe ich hier auf meinem Platz gesessen. Und ich hatte Angst. Zum Glück ist aber nichts Schlimmes passiert. In dem Labyrinth von Gängen, niedrigen Luken und sperrigen Rohren stößt sich nicht selten jemand in den Kopf. Aber nicht nur Platzwunden können behandelt werden. Die Severstal ist mit einem Operationssaal ausgestattet, der auch schwierige Eingriffe zulässt. Die beiden Ärzte sind die einzigen an Bord, die nicht dem Stress des Dienstplanes unterworfen sind. Der Wind hat sie zerfetzt. Jetzt muss ich sie nähen. Die Barentssee wird von vielen Seeleuten gefürchtet wegen ihres widrigen Wetters. Auch bei Kälte und Sturm müssen die Männer auf der Brücke ausharren. Der diensthabende Offizier 4 Stunden lang. Windstärke 8. Ein Sturm dieser Größenordnung kann der Severstal nicht viel anhaben. Bei Windstärke 10 aber und haushohen Wellen liegt die halbe Mannschaft flach und einiges an Bord geht zu Bruch. Der Matrose Nikolai Habibulin hat seinen ersten Sturm überstanden, aber er hat Heimweh. Sehnt sich nach seinem Mädchen und seiner Heimatstadt im Ural. Ich denke, ich habe sehr viel Glück mit meiner Familie. In unserem Beruf ist Zuverlässigkeit das Wichtigste. Wenn zu Hause alles in Ordnung ist, dann läuft auch der Dienst leichter. Wenn ich nach 4 Wochen Knochenjob nach Hause komme, dann fällt die ganze Anspannung automatisch von mir ab. Irgendwann hat mein Mann einmal zu mir gesagt, er möchte, dass ich ganz klein wäre. Dann würde er mich in eine Streichholzschachtel stecken und mit an Bord nehmen. Er hätte mich am liebsten immer bei sich. Ich liebe meinen Mann sehr, besonders wenn er in seiner Uniform kommt. Dann ist er sehr schick. Der Chefmechaniker Alexander Moisja lebt seit 20 Jahren mit seiner Familie im russischen Norden in der Flottensiedlung Sabatnaya Liza. 12.000 Menschen wohnen hier. Zu Sowjetzeiten waren es doppelt so viel. Die Frau des Waffenoffiziers Shana Bogdanova ist mit ihrem Andrei seit 15 Jahren verheiratet. Beim Militär werden ideale Ehefrauen verlangt. Man muss nicht nur seinen Mann lieben, sondern auch dessen Beruf. Die Jungs haben einen harten Job. Deshalb muss man sie zu Hause psychologisch wieder aufrichten. Man muss mit ihnen fühlen. Man muss nett sein und sie verstehen.
Das ist das Wichtigste. Ich bin glücklich, dass ich so eine Frau habe. Ich bin stolz auf sie. Ich wünsche jedem U-Boot-Fahrer solch eine Frau, wie ich sie habe. Wir laufen Kurs 40. Wie arbeiten die Turbinen? Kurs 60 liegt an. Es ist der 22. Tag auf hoher See. Die Severstal läuft einen Zickzackkurs. Ein Überwasserschiff folgt dem U-Boot und führt die gleichen Bewegungen aus. Hinter der Severstal, vermutet der Kommandant, läuft die Marjata, ein norwegisches Aufklärungsschiff, das im Auftrag der NATO taktische Manöver und technische Details russischer U-Boote erkunden soll. Kommandant Bogatschow nimmt Kurs auf die russischen Hoheitsgewässer. Nur so kann er den Verfolger abschütteln. Sie sind weg. Wir können uns nicht leisten, auf ein solches Schiff zu treffen. Wir haben keine Angst vor ihnen. Aber wir wollen natürlich nicht, dass die NATO die Ausstattung und die Stärken unseres Bootes herausfindet. Deshalb halten wir uns von einem fremden Aufklärer lieber fern. Fast 4 Wochen sind seit Beginn der Mission vergangen. Die Severstal ist auf dem Weg zum Weißen Meer, südlich der Kola-Halbinsel. Der Höhepunkt der Fahrt steht bevor, der Abschuss einer SS-20-Rakete aus einer Tiefe von 60 Metern. Raketenangriff! Raketenangriff! Beide voran, 40. Start. Tonnen wiegt eine SS-20N. In einer Gasblase steigt sie auf zur Meeresoberfläche. In der nächsten Viertelstunde legt die Rakete 8.500 Kilometer zurück. Sie wird einschlagen in einem Militärgelände auf der Halbinsel Kamtschatka im fernen Osten. Die Männer gratulieren sich zum erfolgreichen Abschuss. Auch wenn